Leute, hier ist Ines von Klasse gegen Klasse. Ich bin heute in Buenos Aires in der Nähe vom Kongress, wo wir eine Riesenmobilisierung gemacht haben, wie jedes Jahr. Die Frauenbewegung hier hat durch ihren jahrelangen Kampf auf den Straßen, den sie nie aufgegeben hat, vor kurzem, vor 3 Monaten, die Legalisierung von Abtreibung durchgesetzt. Wir kämpfen aber weiter, weil in Argentinien gerade alle 23 Stunden eine Frau umgebracht wird, weil sie eine Frau ist. Und jeder 5. von diesen Feminiziden von Polizisten verübt wird, die in den meisten Fällen straffrei davon kommen. Die vermeintlich progressive Regierung macht nicht genug dagegen. Der Staat ist massiv mitverantwortlich für diese Morde, die hier jeden Tag geschehen. Als Pan y Rosas, Brot und Rosen, wir sind ja eine internationalistische, sozialistische, feministische Gruppe, kämpfen wir dafür, dass ein ernsthafter Plan eingerichtet wird, dass Maßnahmen ergriffen werden für alle Frauen, die zum Beispiel Lohnkürzungen erhalten haben, gefeuert wurden inmitten der Pandemie und somit in eine ökonomische Abhängigkeit von ihren Partnern gelangen, die am Ende an der Kette der Gewalt steht, vielleicht ihr Tod. Der Präsident hat versucht, darauf zu reagieren. Er hat gesagt, dass er 14 Frauenhäuser einrichten wird, was total lächerlich ist. Dieses Land hat fast 30 Provinzen. Es ist nicht mal eine Provinz, es ist viel größer als Deutschland. Und wir sind heute hier auf der Straße, um dafür zu kämpfen, dass keine von uns mehr sterben muss. Auch nicht an Armut, die in dem Land krass gestiegen ist in der Wirtschaftskrise oder an beispielsweise auch dem Fehlen von Wohnraum. Natürlich kämpfen wir dafür, dass das auch international nicht passiert, als arbeitende Frauen, als Studentinnen und alle, die sich zugehörig fühlen.